Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, meine lieben Abonnenten, zu einem weiteren Video mit mir, General Vigo. In diesem heutigen Video geht es weiter um die kleinen Tabakpflanzen, die ich ja vor 2 Wochen ausgesät habe und vor einer Woche pikiert. Nun, hier sehen wir die Ergebnisse von den klein pikierten Tabakpflanzen. Einmal die Tabaksorte Bauerntabak, genau. Also ich muss sagen, meine Freunde, die Tabakpflänzchen haben sich bisher noch am besten gehalten. Einige sind aber auch da kaputt gegangen, wie man jetzt hier in der Zelle sehen kann. Einige haben sich, wie gesagt, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, nicht etabliert. Die sind so ein bisschen verkümmert, weil teilweise habe ich da auch ein paar genommen, die einfach zu klein waren, ne? Ja, das ist halt eben hier jetzt teilweise gut zu sehen. Also ein paar Ausfälle sind schon da. Ich überlege, ob ich die ausgefallenen Pflänzchen dann doch nicht wieder ersetze, weil ich habe ja, wie gesagt, die Aussaaten noch da behalten und ja, es ist auf jeden Fall möglich, dass man die eine oder andere eben, die kaputt gegangen ist, eben ersetzen kann. Das ist definitiv machbar. Das werde ich mir aber noch überlegen. Aber ich werde es wahrscheinlich auch machen und dann auch gleich ein Video dazu zeigen, meine Damen und Herren. So, meine Freunde, das sind noch die gebliebenen Ausgesäten im Kasten. Ganz klar erkennbar, es sind noch einige nachgewachsen und hier bei der Bauerntabaksorte sind noch einige nachgekommen. Die sind übrigens, wie man jetzt von der Seite vielleicht erkennen kann, sind die in Richtung Sonnenlicht gewachsen. Deswegen sind die jetzt so schräg, weil ich habe die jetzt so das Schild jetzt gucken zur Sonne praktisch im Wohnzimmer. Und da wachsen die jetzt hin. Und man muss schon sagen, da bilden sich auch schon die nächsten Keimblätter, wenn man das denn durch die Kamera sieht. Die sind halt eben noch relativ klein, die Pflänzchen. Nun ja, genau, ein bisschen nachschärfen, nachjustieren. Also ich muss sagen, momentan sind die Tabakpflanzen doch ziemlich gut dabei. Auch bei jeder Sorte. Hier Kentucky ist nochmal voll dabei. Burley ist nochmal ein bisschen schwächer. Und hier die Xanti macht sich doch auch relativ gut. Und die Bauerntabaksorte ist doch voll dabei. Also meine Freunde, ich glaube, so schnell wird mir nicht langweilig. Übrigens, falls man das vielleicht noch nicht gemerkt haben sollte, ich habe jetzt ein neues Handy und ich nehme gerade mit der Kamera von meinem neuen Handy auf. Und ich glaube, das ist nochmal viel besser als die andere Kamera, die ich da habe. Tatsächlich wie das hübsche Ding hier, was wir da haben. Und zwar die HD. Best DK-Kamera, High Definition, was auch immer. 24 Megapixels, Still Image Video und keine Ahnung, eine stinknormale Urlaubskamera, wie man sie halt auch kennt, wie man sie vielleicht so im Schrank stehen hat, eventuell. Und hier auch nochmal ein Schräubchen, ein Gewinde, wo man das dann eben an solch einem Gestell dran machen kann. Ja. So viel dazu, meine Damen und Herren, meine Kamera-Stativ ist jetzt nichts Besonderes, eigentlich nur zum Zweckerfüllen da. Und ansonsten haben wir hier eben die Tabaksorten. So, meine lieben Freunde, hier nochmal die großen, hübschen Schlawiner, die sich bis jetzt nicht allzu sehr verändert haben. Die sind ein Stück noch gewachsen seit letztes Mal. Und dass ich die umgetopft hatte, habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Oder doch? Doch, habe ich, glaube ich, erwähnt. Und hier eben dann mit Schild. Nicotiana Tabacum Virginia. Traumhaft zu erblicken. Und aber auf jeden Fall, so Tabakpflanzen machen schon was. Also die machen schon was her. Und die Fermentierung, meine Freunde, die Fermentierung wird hoffentlich ein Erfolg. Aber ich glaube eher nicht. Also wenn ihr die Videoreihe verfolgen werdet. Zumal, ich muss mich auch noch entschuldigen, dass das Video gerade erst heute rauskommt und nicht eben am Samstag rausgekommen ist, weil ich am Samstag noch ausnahmsweise mal zur Arbeit musste. Ja, das kam so halt eben zustande. So, meine lieben Freunde, das war's auch erstmal mit dem heutigen Tabakvideo. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Video mit mir, General Vigo. Bis denn!